Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Grüß Gott und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Yu-Gi-Oh! Deathcore mit dem... Ach, sehr schön und sehr langsam geredet. Ich weiß gar nicht, welches Deck ich nehmen soll, aber ich sollte mich jetzt hier mal schnell entscheiden. Ah, Gott, Zufall. Ah, nee, das hatten wir jetzt schon letztes Mal. Ah, das hatte ich auch schon so oft. das hier hatte ich schon länger nicht mehr. Komm, das nehmen wir jetzt. Meine Güte. Bei mir speichert er die Einstellungen nicht. Ich hatte vorhin bei den Einstellungen die Soundeffekte eigentlich standardmäßig aktiviert, aber der macht's nicht. Yeah! Alter, ich bin doch der Pro, ey. Bestimmt. Das kann man nicht anders sagen. Wow. Bestimmt, ja, erinnert dich an letztes Duell, da habe ich dich gebasht. Aber richtig. So, was machen wir denn hier? Ich hab, was können die? Ja, komm, setzen wir die hier. Die behalte ich mal lieber. Das war's schon. Aber es ist die Ultra-Karte verdeckt, sage ich nur, da kommst du niemals durch. Never. Da wirst du staunen. Sehr schön, wie wir manchmal einfach beide nichts sagen. Alter, wegen 100 Angriffspunkten. Och. Was geht? Nö. Das kriegst du zurück. Und du bist dran. Hm. Ja. Weißt du, welches Deck es ist? Weil dein Deck habe ich jetzt natürlich schon enttarnt, aber ich weiß natürlich nicht, ob du weißt, was mein Deck ist. Nee. Ja. Mhm. Greift er mich doch direkt an, die Sau. Und die hier. Und du bist dran. Hehehe. Mein geheimer Plan wird bald in Erfüllung gehen. Was ist das hier? Neo-Raum-Pathfinder. Die Übersetzung ist auch sehr schön. Was ist denn Neo-Raum-Pathfinder? Das heißt doch einfach Wegfinder, ne? Also die Übersetzer verstehe ich manchmal auch einfach nicht. Jetzt wird er noch hier so einen komischen Glomos. Na los, Philipp. Zeig mir deine volle Ladung. Ne, das klingt falsch. Verdammt! Ah. Okay. Nein! Dankeschön! Ja! Yeah! Meine Lebenspunkte wurden gerettet. Oder so ähnlich. Kann ich das beschwören? Wie viel? Zerstört, entweder durch. Moment. End that phase. Gegners. Aha. Okay. Ich hab von den und den. Tja. Und rufe meine nicht-ägyptische Götterkarte. Ah, ich weiß. Ich weiß, glaube, welches Deck du hast. sehr schön. Ja, ich weiß, du hast jetzt nicht gerechnet, aber da du meine drei Monster zerstört hast, hast du mein Ziel erfüllt. Das war alles Strategie, Philipp. Ich bin einfach der Pro. Jawohl. Und somit wendete sich das Blatt. Ich hab's heute irgendwie nicht mit den Wörtern. Weißt du, ich hab vorhin statt tauchen, rauchen gesagt. Also irgendwie heute komplett durcheinander. Verdammt. Nein, Alter, es holt er. What the fuck? Wir erinnern uns. Jubel, das extrem traurig da. Die Karte ging im Anime richtig ab, aber die ist auch in echt hat die auch einen richtig, richtig guten Effekt. Beziehungsweise ist eh nicht gut. Aha. Einrichtung, wenn diese Karte auf den angefundenen Monster angreift, füge deinem Gegner Schaden. Scheiße. Geil, hä? Das ist. Hat überhaupt nichts gebracht. Ein bisschen uncool. Naja. Oh, Gott sei Was, Dank. Warum hat's den. Ja! Effekt nie. Du musst, glaube ich, ein Monster opfern. Ja, bitte ein anderes Monster ist die Gute an. Yeah, kennt den Effekt nicht. Alter, das ist. Wenn du wüsstest, was ich hier die ganze Zeit gezogen habe, das ist Mobbing. Und ja, die Effekte waren. Dein Monster zerstört werden, die du kontrollierst. Kann ich die? Warte, die hat Level
Ja. Okay. Ich beschwöre dunkler Herrscher Hades. Sehr schöner Name. Und ich greif dich mal direkt an, weil du irgendwie keine Monster auf dem Feld hast, wieso auch immer. Tja. Boah, also Philipp, heute stehst du echt unter keinem guten Stern. Als er beschwert, es Jubel. Ich hab da schon ein bisschen Schiss vor, aber... Ich verstehe aber auch nicht, wieso hat der Effekt nicht gewirkt. Ich muss kurz mal zu... Naja. Ich glaube nur, wenn ich Jubel angreife, ne? Jubel. Bräuchtest du so eine Karte, die mich zum Angreifen zwingt? Gibt's ja. Aha, ja, es kommt hier bei mir schon geile Musik. Alter, der hat zu viel Level. Ich setz mal die hier. Tja, Philipp, würde ich mal sagen. Gibt's hier mal ein bisschen aufs Maul, ne? Hm. Verdammt! Hm. Ach, Mensch. Tja. Hm. Nö. Ich mach den nächsten Zug trotzdem fertig. Wenn ich nämlich ein Monster beschwöre, dann hast du... Hab ich verloren? Warte, wenn du schlau bist, ist es dein Maulwurf oder ist es ein anderes Vieh? Damit zerstöre ich ein ganzes Feld. Glaube ich auch. Hm. So, ich beschwöre den Kampf des Untergangs. Yeah! So, lass mich raten. Okay. Philipp, es war schön mit dir, aber ich habe meinen Timer nicht gestartet. Tschüss. 6 Minuten ja. 22. 25. Heute läuft's bei mir. Ja, danke für das Live-Update. Ich würde sagen, wir sehen uns gerade wieder. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück. Nach dem Cut. Nach einem Cut, sagst du? Ich habe angeboten, dass ich den Raffi jetzt zerstören werde. angeboten. Weißt du, ich habe ihn einfach dazu gezwungen. Ich habe ihm jetzt gesagt, Philipp, du Arschloch, jetzt machst du mich mal fertig. Jetzt ist er angespornt wie nie. Ach ja. So, habe ich alles? Ja. Okay, ihr seht, mit welchem Deck ich spiele. Es ist eigentlich noch falsch benannt, denn es ist nicht mehr das Deck, das es ursprünglich mal war. Ja doch, ich zeige auf diese Karte hier, die ich eben gezogen habe. Das ist die Schlüsselkarte in dem Deck. Und wir erinnern uns ein paar Folgen zurück, da hatte ich schon mal das Deck. Und ich werde mal gucken, wie ich jetzt damit umgehen kann. Ich habe mehr Karten drin, ihr seht es ja, jetzt sind schon mal ordentlich mehr drin. Ist jetzt ganz grob, ich habe eben ganz schnell noch mal ein paar Karten reingemacht. Also ich werde das Deck auf jeden Fall noch mal ein bisschen überarbeiten, aber... Ihr werdet schon noch sehen. So, Philipp, sag doch mal was zu deinem Deck. Wenn ich hier schon so am rumlabern bin. Nee. Nö. So, Doppelgänger. Ist noch ein Geheimnis. Ein Geheimnis, sagst du? Hm. Kann ich mit der jetzt irgendwas anfangen? Irgendwie nicht. So. Ja, ich weiß, ich setze ziemlich viel. Okay, was haben wir denn hier? Ich nehme dir und okay. Du bist dran. Ja, Entschuldigung, hat ein bisschen gedauert. So, also ich denke, die Zuschauer dürften meiner Strategie so halbwegs folgen dürfen. Ich bleib mal kurz auf der Karte hier. Ja, jetzt. Verdammt. Lebenspunkte. Ja, egal, die Lebenspunkte werden dir später auch nichts mehr bringen. Sagen wir es mal so. Ist das wieder das Seelendings? Ja, dann wirst du schon noch sehen. Vielleicht auch. Was machst du jetzt hier wieder? Ich lass das einfach mal durchgehen. Ach ja, Neo-Weltraum. Nein. Nein, sieht nur so aus. Nö. Ich dachte eben, vielleicht zerstöre ich sie, aber ne. Spiegelkraft. Ja, das auch, aber... Habe jetzt keine Lust drauf. Hm. Yeah. Warum habe ich den Effekt jetzt gerade nicht aktiviert? Bin ich blöd? Tja, das wüsste ich auch gerne. Jetzt aktiviere ich Kug der Gier. Und darf zwei Karten ziehen durch meine Kugschildkröte. Sehr schöne Karte übrigens. Und damit bin ich schon wieder dran. Ich habe echt ein paar praktische Sachen gezogen. So, erstmal elegante Wohltäterin. Okay, und jetzt erstmal zwei Karten abwerfen. Messer der Raffi spielt ja bloß mit verbotenen Karten. Natürlich. Ich bin. Na hallo, Topf der Gier. Elegante Wohltäterin. Die sind auch sehr schlimm, muss man dazu erwähnen. Die sind aber auch verboten. Ja, darum total. Geht's. Du hintergehst das Yu-Gi-Oh! Gesetz.
Yu-Gi-Oh! Gesetz. Mhm. Was will ich denn jetzt machen? Wie viel brauche ich? Okay, es dauert noch ein bisschen. Nee. Nee, nee. Ja gut, komm. Du bist dran, ich. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit und Geld. Naja, eins davon eher weniger. Ach, verdammt. Ach ja. Also, jetzt holt er hier irgendwelche Aliens auf Feld, die wie Tiere aussehen. Ja. Wo leben wir denn hier? So, ekelhaft. Oh. Ach ja. Hm. Ja, damit hast du jetzt wohl gerechnet, ne? Kannst du vergessen. Du blöder Arsch. Ich lass dich garantiert nicht durch, ey, ne? Du alte Socke. Na, komm schon. Also die Karte ist ja auch irgendwie komisch, ne? Naja, die hilft mir jetzt auch nicht wirklich. So, erstmal die hier. Monster, dreimal darfst du raten, welches. Und der hab ich aber, glaube ich, ne, der hab ich noch gar nicht. Okay, du bist dran. Bring it on, bitch. Also, Philipp. Der Maulwurf. Grand Maul. Look at it. Das greift er nicht mal mehr an. Wieso, das weil er nicht weiß, was da verdeckt liegt. Nein, ich hab Zeit. Gar nicht. Ich hab Zeit. Du hast Zeit. Ich bin echt gespannt. Also es kommt jetzt echt drauf an, wenn natürlich Philipp jetzt irgendwas Starkes beschwört und er weiß, glaube ich, welches Deck ich einsetze. Ja. Beziehungsweise hat schon eine Ahnung. Nö. Oh nee, Wildheart. Also direkt. das ist das Deck mit Seelentauch. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Die Karte hieß aber nicht so, aber du meinst das Richtige, ja. Ja, Karten oder so. Ja, Kartentausch. Nee. Na, achso, ich habe ja noch eine Karte. So, ich aktiviere erstmal was. Zum Beispiel das da. Weil mir das jetzt auch sehr viel bringt. Komm. Wow. Naja, besser als nichts, sagen wir es so. Du mit deinem Grand Maul, ey. Mhm. Die Babo Gott. Aktivieren. Oder hat er gerade hell? Rede gerade in gebrochenen. Was? Nee. Nein. Immer so verwirrend, wenn er einen fragt, ob man noch eine Karte aktivieren möchte. Ich nehme mal die hier. Und ja. Okay. Dann setze ich den hier und die hier. Und die hier. Okay, du bist dran. Bin jetzt doch gespannt, weil wenn Philipp durchkommt, verdammt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so hinkriege, wie ich möchte. Ich muss auch selbst drauf achten. Oh nee. Mein kleiner süßer Maulwurf. Mach deine Karten platt. Hollari, hollari, hollaro. Du bist toll. Yeah! Wow. Ich bin so bescheuert. Nein, dass du den Effekt nicht aktiviert hast. Hm. Yeah. Ja. Sehr schön, dann kann ich nämlich wieder meinen Guck der G. Guck der G aktivieren, genau. Und kann zwei Karten ziehen, sehr schön. Was habe ich hier noch verdeckt? Nee, lass ich mal. Kann ich jetzt noch hier irgendwas? Ich will die Karte hier einfach mal loswerden. Hier, bitteschön. Nein! Okay. Philipp schreit einfach allein. Ich so, ja, okay. Das war mein Neo-Weltraum. Der ist wichtig. der ist wichtig aus Gründen. Der ist so, extrem. Kann weg und die kann weg. Ah, dir fällt es auch so ein bisschen schwer, hier Karten wegzulegen, sehe ich. Das ist so traurig. Nee, ich habe jetzt gerade. Ja, okay. Was? Du, hast du? Jetzt mache ich dich kaputt. Okay, nee. Nein! Kannst du vergessen. Mir ist scheißegal, was du da eben gezogen hast. Jubel. Jawohl. Okay, so, Deck getauscht. Ich hatte verdammt nochmal Jubel. Ja, jetzt hast du so wieder ein Deck. Freu dich doch. Folgendermaßen, jetzt hat Philipp, Neos, 11 Karten im Deck und ich habe 21 Karten im Deck von
dem her. Ja, ja, ich mach dich. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich mich nicht weiter runterpegel. Von daher. Muss ich dich dazu bringen. Okay. Na klar. Ja, so. Jetzt müssen wir nur noch warten, Philipp. Entweder du machst mich jetzt fertig, bevor du am Deck tot stirbst. Das Deck legt ja darauf aus. Oder du stirbst dann am Deck tot. Qualvoll natürlich. Ja, ja. Na gut, das habe ich dir ja wieder zurückgegeben in dem Sinne. Ja. Ja, jetzt hört's aber auf. Hm. 2500. Komm schon. Ja. Okay, ich aktiviere das geschenkte Gear. Bitteschön, mein Freund. Verdammt. Ein paar mehr Karten gefällig. Und ich aktiviere Verteidigungsziehen. Verdammt. Ja, ja, Raffi. Ja. Macht nur du deinen Scheiß. Na, komm schon, das kriege ich noch. Das kriege ich noch irgendwie hin. Ich muss dich jetzt nur noch dazu bringen, dass du keine Karten mehr entdeckt hast. Komm schon. Ja, das schaffst du nie. Naja, Sieht für uns beide jetzt noch offen aus. Also ich krieg dir die 8 Karten weg vor. Ja, sehr schön. So, setzen wir einmal die hier. Greif mich doch an. Das werde ich tun. Definitiv. Bitteschön. So, 6 Karten hast du noch. Das reicht. Das reicht mir. Alter, nee, das muss ich jetzt irgendwie schaffen. Wenn ich nur wüsste, warte. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was ich genau im Deck habe. Also ich kann jetzt nur gucken, was ich im Friedhof habe. Ja, komm, aktiviere ich einfach mal. Dimensionskapsel, die habe ich jetzt auch noch drin. Ich könnte natürlich... Ich habe gerade echt eine fiese Idee, ey. Warte. Das wird das Duell einfach so hinauszögern, so richtig. Nochmal, ja, okay. Nochmal hier, ja. Dieser Tausch da. Vielleicht. Weißt du, das wäre einfach so mega die Aktion. Du so Genie. Nochmal tauschen. Ja, ich Genie. Aber das wird mir im Endeffekt die einzige Chance, neben nochmal das Duell so gewinnen. Also beziehungsweise. Es wird. Oh nee. Hä, was soll das denn jetzt? Was? Was soll das denn jetzt bringen? Nichts. Als ob dir das jetzt irgendwas bringt. Du musst doch angreifen, Mann. Greif mich an. Nee, weil die Karte sich jetzt von selbst zerstört, das weißt du selber, oder? Ja. Wow. Ach, du willst, dass ich dich angreife, weil du eingesehen hast, dass du keine Chance mehr hast, oder wie? Genau. Das ist doch super. Das hab ich ja überhaupt verdeckt. Na komm, zieh ich mal ein paar Karten. Was hab ich denn zu verlieren? Ach ja. Das war der Jubel zurück, Alter. Ich verstehe nichts. Verstehe nicht, was du hier machst. Zerstört die Karte. Ja, ich kann dich töten. Komm schon. Ja! Ja! Ha! Oh Gott. Das war's. Oh, ich könnte übrigens Jubel zerstören. Habe ich jetzt aber keine Lust drauf. So, ich würde mal sagen, Philipp. War ein schönes Duell. Das war jetzt mehr oder weniger Zufall, dass ich halt eben Kartenzerstörung gezogen habe. Aber, das war's. Ja. So, das Deck hat sich mal wieder bewährt. Tja, Philipp. Da hättest du dir wohl mal gewünscht, dass ich nochmal Dings aktiviere, ne? Soul Exchange. Das wäre nett gewesen. Diese komische Austauschkarte. Das stelle ich mir aber schon irgendwie so als Troll vor, so kurz bevor das Deck leer ist, nochmal aktivieren. Ich finde die Karte aber irgendwie overpowered, aber auch extrem geil. Nein. Ja. Ja, jetzt Schnauze, Raffi. Ich würde sagen, war wieder schön. Für mich auf jeden Fall, für dich nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Duell wieder, ne? Ja, vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches...